Liebe Heimbewohnerinnen, liebe Heimbewohner, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen und freue mich, dass Sie jetzt über unsere hausinterne Sprechanlage, dass wir mit Ihnen verbunden sind und dass Sie uns hören können. Uns, das sind heute Pfarrerin Angela Schaff aus der Evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen, unsere Bürgermeisterin Nicole Sander, Pfarrer Martin Wierling vom katholischen Pfarrverband Neunkirchen Seelscher Kamerad und ich bin Carsten Schleef, der evangelische Pfarrer hier aus Seelscheid. Warum sind wir heute hier und sprechen mit Ihnen, zu Ihnen? Uns allen gemeinsam war es wichtig, dass wir hier in der Kapelle des Altenheims, quasi in der Mitte unseres Hauses, zusammenkommen, um in diesen Corona-Zeiten ein Zeichen der Solidarität und der Nähe untereinander zu setzen und auch, um mit Ihnen ein Stück Verbundenheit zu gehen. Menschliche Nähe zu zeigen, obwohl wir uns körperlich gar nicht nahe kommen dürfen, das ist uns allen in diesen Tagen auferlegt. Und ich finde das schon außergewöhnlich, wie gut wir das hinkriegen, wie gut das klappt. Dass wir alle bereit sind, unsere persönliche Freiheit einzuschränken, um der Gesundheit aller willen. Und doch bleibt es eine große Herausforderung, weil wir natürlich spüren, dass uns etwas ganz elementar Menschliches fehlt, nämlich die unmittelbare Begegnung von Du zu Du zwischen mir und dir. Uns als Kirche ist es deswegen ein großes Anliegen, stellvertretend für Sie alle Gemeinschaft in dieser nun folgenden ökumenischen Andacht zu leben. Und wir vertrauen darauf, dass wir auch mit Ihnen verbunden sind. Im Gebet und im Geist Gottes. Darum wird diese Andacht auch filmisch aufgenommen und kann dann später über die Homepages der Gemeinden angesehen und mitgefeiert werden. Aus diesem Grund begrüße ich jetzt auch alle Mitchristinnen und Mitchristen, die uns später über das Video sehen werden. Schön, dass auch Sie da sind, dass Sie uns hören und sehen. Und so feiern wir unsere Andacht im Namen Gottes, des Vaters, der der Schöpfer allen Lebens ist. Im Namen des Sohnes, Jesus Christus, der für uns alle Heil und Segen durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung gewirkt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns zusammenführt in die Gemeinschaft des Glaubens. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Wenden wir uns im Gebet an Gott und tun das mit Jahrtausend Jahre alten Worten der Bibel. Tun es mit Psalm 121, den Menschen schon in ganz verschiedensten Lebenslagen und Situationen gebetet haben, sich damit Gott anvertraut. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel.
Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ostern haben wir gefeiert. Ostern feiern wir noch. Jesu Auferstehung von den Toten. Der Sieg des Lebens über den Tod. Kaum zu glauben. So geht es Menschen heute, so ging es Menschen damals, als Jesus gestorben und auferstanden ist. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Im 20. Kapitel, in den Versen 19 bis 31, schreibt Johannes: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, wies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht beschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an das Leben habt in seinem Namen. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Gemeinde, liebe Öffentlichkeit, jetzt haben wir gerade Gottes Wort gehört. Vielen herzlichen Dank. Wir haben Gottes Wort gehört und wir tun das aus einer tiefen Sehnsucht heraus, die uns als evangelische und katholische Christen miteinander verbindet, nämlich dem Gottes Wort die erste Stelle zu geben und auch unserem Gebet. Wie sehr diese Sehnsucht uns berührt, habe ich in den vergangenen Tagen in einem kurzen Moment meiner Biografie erlebt. Ich möchte Ihnen davon erzählen. Es war auf dem Friedhof nach einer Beerdigung. Da wurde ich angesprochen: Herr Pastor, wann können wir denn endlich wieder die Heilige Messe feiern, Abendmahl, Gottesdienst feiern, so von Angesicht zu Angesicht in unseren Kirchen? Ich vermochte diese Frage nicht zu beantworten, weil auch zu diesen Zeiten die Beantwortung nur von Entscheidungen abhängt, die noch nicht getroffen wurden. Aber dass wir nicht miteinander von Angesicht zu Angesicht beten können, ist eine tiefe Sehnsucht. Die Frau fragte danach und sie sagte wortwörtlich: Herr Pastor, wir leben doch nicht nur vom Wort und vom Klopapier allein. Da musste ich schmunzeln. Da musste ich schmunzeln, war aber auch tief bewegt.
Und ich danke Ihnen, wir danken Ihnen für diese Sehnsucht. Schlechthin. Ja, wir brauchen Nahrung nicht nur für uns, sondern auch Nahrung für die Seele. Nicht nur menschliche Nähe, die wir versuchen herzustellen trotz räumlicher Distanz, dass wir miteinander nicht Gottesdienste feiern können, das berührt uns in unserem geistlichen und priesterlichen Selbstverständnis zutiefst. Aber wir können miteinander beten, diese neuen Wege miteinander nutzen, und da möchte ich Sie jetzt einladen, euch einladen, dass wir miteinander das Sieben-Bitten-Gebet sprechen, das Vaterunser. Exakt sieben Bitten finden sich dort wieder. Die ersten drei, ja, mit dem Inhalt, was wir für Gott erhoffen und erbeten, dass sein Wille geschehe, sein Reich komme. Und die letzten drei Bitten, die wir für uns erhoffen, Vergebung der Schuld, nicht in Versuchung geführt zu werden. Aber die vierte Bitte ist ganz interessant, da in der Mitte, wo sich Mensch und Gott begegnen, die lautet nämlich, unser tägliches Brot gib uns heute. Lass uns Gottesdienste feiern, Abendmahl und Eucharistie. So darf ich Sie einladen, dass wir miteinander das Gebet hier sprechen, was sich kein Mensch ausgedacht hat, aber uns von Christus selbst geschenkt wurde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Wort haben wir gerade gehört. Auch wissen wir, in seinem Wort dient einander, so wie ich euch gedient habe. Seid füreinander da. Wem gilt Gottes Wort? Gottes Wort gilt ja nicht den Katholiken oder nur den Katholiken. Gottes Wort gilt nicht nur den Protestanten. Gottes Wort gehört nicht nur, Sie merken, man kann das immer weiter auflösen, nicht nur den Menschen guten Willens. Gottes Wort gilt vielleicht sogar den Menschen, die keinen guten Willen haben. Sie brauchen es am dringendsten. Für jeden von uns, auch für die Sünder, auch damit für uns ist Gott Mensch geworden, gestorben und auferstanden. Gottes Wort ist universell in unsere Zeit hineingesprochen für alle Menschen. Dient einander, so wie ich euch gedient habe. Es gibt in der katholischen Kirche einen Orden, dessen Leitspruch ist Ora et Labora, bete und arbeite. Nicht nur beten, sondern auch konkret für den anderen da sein. Was das bedeutet, das wird vielleicht mit dem einen oder anderen Gedanken gleich auch unsere Bürgermeisterin Frau Sander hier Ihnen mitteilen. Ora et labora. Und dafür brauchen wir Gottes Beistand, seinen Segen, Gesundheit, die wir Ihnen von Herzen wünschen. Und so geht nun hin, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Sagt eurem verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht, da ist unser Gott. Geht hin als gesegnete und gesendete Menschen im Namen Jesu. Und Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Ja, liebe Neunkirchen Seescheiderinnen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ein sehr wahrlich ungewöhnlicher Moment, auf diese Art und Weise auch in den Kontakt zu treten, nach all den sehr aufregenden Wochen auf Abstand. Auch für uns in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, aber auch im politischen Geschehen keine ganz leichte Situation, denn ja, dient es doch erheblich des Zusammenseins, auch gute Lösungen, Entscheidungen für die Gesellschaft dort zu treffen.
Seit Wochen leben wir nun in dieser Situation des Abstandes, des Verzichtes und ich glaube, viele Dinge sind gerade schon über die Kirchengemeinden auch hier gesagt worden zu dieser Art des Nichtkontaktes, den wir gerade pflegen und eben im Abstand sind. Ich will Ihnen ganz kurz vielleicht einige Punkte auch über diese Möglichkeit einmal geben. Wir sind sehr stark unterwegs, gerade was die Informationssteuerung angeht, in den üblichen Verbreitungsmedien, über das Internet, unsere Homepage, das Mitteilungsblatt als Medium, was Sie erreicht, in Teilen. Aber es ist natürlich auch nicht immer sicherzustellen, dass alle gleichermaßen in Kontakt sind und einander die Dinge mitteilen können im Moment. Wie ich eingangs sagte, es waren aufregende Wochen, für uns auch sehr ungewöhnlich und wir haben das Bestmögliche versucht in unserer Gemeinde in Nördlichen Seescheid, dass wir das Leben der Menschen auf diese besonderen Umstände angepasst strukturieren und vor allen Dingen organisieren. Es waren sehr viele Dinge zu bereden und auch zu steuern, aber ich glaube, die Bilanz bis zum heutigen Tag hat gezeigt, dass wir das können. Dass wir das können, auf Abstand zusammen sein und miteinander zu sein und sich vor allen Dingen solidarisch zu zeigen in dieser ja auch sehr gefährdenden Zeit, in der wir gerade leben. Und dafür an der Stelle ganz herzlichen Dank an alle, die sich der Verantwortung sehr bewusst sind und wirklich auch auf Abstand gegangen sind. Wir wissen leider bis heute noch nicht, wie sich das weitere Leben strukturieren wird. Wir erwarten heute eine Meldung aus Bund und Land, wie man die pragmatische Lösung sozusagen herbeiführt in Bezug auf die Lockerung der bestehenden Corona-Regeln. Auch das wird keine leichte Zeit werden, denn es ist nicht davon auszugehen, dass wir mit Tag von morgen oder Ende der Woche oder im nächsten Monat wieder unser Leben in Gang setzen werden können, wie wir es vielleicht vorher gewesen sind. Das heißt, unser aller Geduld und unsere Bemühungen müssen weitergehen und wir werden auch sicherlich noch in der weiteren Folge einige Zeit auf Abstand miteinander gehen müssen. Aber wir tun wirklich alles dafür, gemeinschaftlich daran zu arbeiten, dass das gelingt, dass keiner zurückgelassen wird, dass es Hilfen gibt, Hilfsangebote, nicht nur über die Kirchengemeinden gibt, es gibt ganz viele Menschen, die bereit sind, einkaufen zu gehen, ein Gespräch am Telefon anzubieten und sich so zu begegnen, sodass wirklich niemand alleine bleiben muss. Dafür ganz herzlicher Dank an alle, die daran beteiligt sind, die die helfende Hand reichen in den Zeiten des Verzichtes, des Abstandes, wo das doch mit das Wichtigste ist, was uns Menschen tagtäglich geschieht im alltäglichen Umgang miteinander. Aber wie gesagt, es hat sich gezeigt, dass wir das können und dass wir auch diese Zeit gut miteinander organisieren und strukturieren können. Seien Sie versichert, dass sowohl die Verwaltung als auch die politischen Vertreterinnen und Vertreter wirklich alles dafür tun, dass wir diese Zeit auch gut organisieren miteinander und gute Entscheidungen getroffen werden, dass das Tagesgeschäft weiterlaufen kann. Und wie gesagt, ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die daran tagtäglich beteiligt sind und sich in Geduld üben, in Solidarität und vor allen Dingen in Verantwortung, die jetzt wirklich wichtig ist. Ganz herzlichen Dank. Geben Sie gut auf sich Acht, passen Sie aufeinander auf und reichen Sie einander weiterhin die Hand. Danke.